Während außerhalb dezidiert akademischer Diskurse zunächst jeder zu wissen scheint, was Spiel ist, bleibt eine distinkte Definition nach wissenschaftlichen Maßstäben im Wortsinne eine Abgrenzung gegenüber anderen Begriffen anhaltend unbefriedigend. Spiel kann schlicht alles sein. Jeder kann spielen, alles kann Spiel haben. Spiel kann sich jederzeit und überall ereignen. Die Wortgeschichte lässt uns auf symptomatische Weise im Stich. Friedrich Kluges etymologisches Wörterbuch des Deutschen vermerkt regelrecht lakonisch: Die Ausgangsbedeutung scheint Tanz zu sein, alles Weitere ist unklar. Grimms deutsches Wörterbuch gibt demgegenüber auf 44 Spalten allein für das Wort Spiel ohne seine Derivate 23 Bedeutungen mit 132 Arten der Verwendung und spart nicht mit eingestreuten Unsicherheiten hinsichtlich ihrer schwierigen bis teilweise unmöglichen Abgrenzung gegeneinander. Diese Redeweisen gestatten an die verschiedenen Bedeutungen von Spiel zu denken, können aber auch in ganz allgemeinem Sinne verstanden werden. Ein wahlloser Griff ins Regal und eine zufällige Blütenlese aus der einhändig greifbaren theoretischen Literatur über Spiel in der Antike bis zur Postmoderne ergibt ebenfalls alles und nichts. Spiel ist eine merkwürdige Sache. Es ist eine alltägliche Erfahrung, ein psychischer Zustand, eine primäre Lebenskategorie. Es ist ein Holismus, ein klassisches Großphänomen und ubiquitär. Das reziproke Verhältnis von Intention und Extension des zu definierenden Ausdrucks, wie ihn etwa Joseph Becks Philosophie, das philosophische Propädeutik angibt, erscheint in Bezug auf den Begriff Spiel in seiner Paradoxie schon beinahe wie ein ironischer Witz. Vergleicht man Inhalt und Umfang des Begriffs miteinander, so ergibt sich folgendes Verhältnis. Je größer der Inhalt, desto kleiner der Umfang. Und umgekehrt. Je kleiner der Inhalt, desto größer der Umfang. Der Grund ist, weil auf viele verschiedene Gegenstände nur wenige gemeinschaftliche Merkmale, dagegen viele Merkmale auf wenige verschiedene Gegenstände passen. Der Begriff schließt nämlich, je nach disziplinärer und diskursiver Interessenlage, nicht nur ein begrenztes Merkmalsbündel ein, sondern gleichzeitig sämtliche Negationen. Natur und Kultur, Zufall und Gesetz, Willkür und Regel, Glück und Geschicklichkeit, Kontingenz und Providenz, Offenheit und Geschlossenheit, Selbstbezug und Fremdbezug, Distanz und Hingabe und viele weitere Entgegensetzungen mehr. Kurz, Spiel ist ein einziges Hin und Her. Es verbindet Stofftrieb und Formtrieb, Sinnlichkeit und Intellekt, Materie und Geist. Das Wort Spiel zelebriert regelrecht den Reiz des Gegensätzlichen. Ihm eignet eine elementare Formlosigkeit. Fraglosigkeit. Es ist Verheißung und Verlockung, weil es per se alles Gegensätzliche einzuschließen vermag und damit sich eines terminologischen Zugriffs entzieht und zugleich als Schlüsselwort der Theoria überhaupt firmiert, da es selbst eine definierende Aktivität ist. Das heißt, kein anderes Großphänomen, das sich nicht seinerseits als Spiel beschreiben ließe. Spiel ist gleichzeitig Untersuchungsgegenstand und Erkenntnismethode. Spiel ist die Königin der Kippfiguren. Und so ist Spiel längst zu einer eigentlich schlichten, allseits Geeignetheit und Verständnis heischenden Metapher geworden, welche eine umgangssprachliche Vermittlung auch noch des abstrakteren Kalküls zu bewerkstelligen vermeint. Harmlos noch, da theoretisch nicht ernst gemeint, dazu meist im vollen Bewusstsein der Metaphorizität, lässt sie von konkretem und abstraktem Hin und Her den Physiker oder Sportreporter vom Spiel der Kräfte, den Kunstkritiker vom Spiel der Formen und Farben, die Naturfreundin vom Spiel der Blätter im Wind, die Philosophin vom Spiel der Ideen oder des Lichts und den Literaturwissenschaftler vom Spiel der Worte sprechen. Emphatisch erklärt sie jeden Spieler zum Programmdirektor eines fröhlichen Reichs des Spiels und des Scheins, sodass selbst NaturwissenschaftlerInnen der Verlockung des Wortes unterliegen und die Metapher so ernst nehmen, dass ihnen alle Prozesse in der Welt im Prozess von Naturgesetzen mit Variablen als Spiel erscheinen und das Wort von der bloßen Metapher zum schier alles umfassenden Begriff einer regelrechten Welttheorie aufsteigt. Alles Geschehen in unserer Welt gleicht einem großen Spiel, in dem von vornherein nichts als die Regeln festliegen.
Ausschließlich diese sind objektiver Erkenntnis zugänglich. Das Spiel selber ist weder mit dem Satz seiner Regeln noch mit der Kette von Zufällen, die seinen Ablauf individuell gestalten, identisch. Es ist weder das eine noch das andere, weil es beides zugleich ist und es hat unendlich viele Aspekte, so viele man eben in Form von Fragen hineinprojiziert. Wir sehen das Spiel als das Naturphänomen, das in seiner Dichotomie von Zufall und Notwendigkeit allem Geschehen zugrunde liegt. Im nunmehr unterbewussten metaphorischen Gebrauch wird Spiel zu einer unfreiwilligen Universalie. Dann geschieht, was einem ontologischen Vokabular nicht passieren sollte. Das Wort wird zu einem tendenziell gegenstandslosen Begriff vorangetrieben, zu einem Begriff ohne Orientierungswert, mit dem man in diesem vollen Wortsinne spielen kann und auch noch seinen letzten Gegensatz, gegenüber dem er Herausgehobenheit beansprucht, nicht nur einschließt, sondern noch einmal ins Gegenteil verkehrt. Alles ist Spiel und was nicht Spiel ist, ist nicht wirklich. Das menschliche Leben ist nur so lange wirklich, als es seine Darstellung in einem begrifflich unverfügbaren Spiel finden kann. Fällt dieses Spiel aus, sei es durch Geringschätzung, sei es dadurch, dass der Mensch die Spielregeln nicht mehr anerkennen will oder kann, verkommt das Leben zur wahnhaften Unwirklichkeit und wird zum bloßen Spiel, das alle Beteiligten zwingt und nichts mehr zeigt. In der oszillierenden Orientierungslosigkeit lassen sich diese Systemstellen Spiel und Wirklichkeit dann auch einfach vertauschen. Es ist gerade nicht die Kunst, sondern die Wirklichkeit, die im Theater und im Konzert gespielt wird. Hier, im Theater, ist das metaphorische Garant der gesellschaftlichen Realität. Wo es ausbleibt, versinkt die Gesellschaft in die Banalität leerer Rituale. Im Umkehrschluss wird das realitätsstiftende Spiel, wenn man es unbeteiligt und quasi als Faktum ansieht, bloß irreal. Um die Metapher als Quellgrund der Wirklichkeit ganz anzuerkennen, um an das Äußerste zu gelangen, an das Metaphernlose, das Indifferente, das nur noch mit sich selbst Identische, müsse das Innesein also zur Methode werden. Dies vermöge jedoch nur das spielende Kind. Reflexionen über das Spiel als Metapher können daher im Modus schöner Selbstbespiegelung sich nur selbst umkreisen und nach immer neuen Metaphern suchen, um den Gegenstand zur Erscheinung zu bringen, anstatt zu argumentieren oder gar zu analysieren. Die Postmoderne im Besonderen hat sich deshalb die Spielmetapher zu eigen gemacht. Das Reale und das Imaginäre sind zu einer gemeinsamen, operationalen Totalität verschmolzen. Der unterschwellig wahrgenommene Trick, die Montage, das Szenario der medial konstruierten Wirklichkeit präsentiere sich als ein unentwirrbares Spiel, mit dem sich ein ästhetischer Genuss verbindet, der Genuss an der Lektüre und den Spielregeln. Das gilt nicht nur für das Literarische, sondern allgemein, da postmoderne Wirklichkeit selbst schon gänzlich als medial-ästhetisch vermittelt aufgefasst ist. Das Simulationsprinzip überwindet das Realitätsprinzip. Damit ist das Ende jeder ontologischen Unterscheidungslogik erreicht. Und ein Verschwinden der Metaphorizität von Spiel inszeniert, da es alles das selbst geworden ist, worauf das Metaphorische als solches noch hatte verweisen sollen. Die zunächst reizvolle Oszillation der Gegensätze stellt sich katatonisch still. Vom Spielbegriff und seiner Geschichte ist nur noch bloßes Spiel übrig geblieben. So oder ähnlich lässt sich in überschaubarem Rahmen pessimistisch der aktuelle Zustand einer geisteswissenschaftlichen Spieltheorie skizzieren. Einer Disziplin ohne jede disziplinäre und disziplinierende Einschränkung. Auf diese sollte man sich jedoch verpflichten, wenn man sich nicht auch in Metaphern verlieren will. Nicht nur, wenn man es mit historischen Gegenständen aus einer Zeit zu tun hat, die von einer Spieltheorie zwar nichts weiß, aber sehr wohl das Spielen kennt und, worum es in dieser Untersuchung, in unserem Seminar gehen wird, das Erzählen vom Spielen konkret, wie metaphorisch virtuos zu pflegen, versteht, mit der sich durchaus Theorieangebote verbinden lassen, ohne dass sich selbst eine konsistente Theorie entfalten würde. Stefan Matuschek hat in seiner literarischen Spieltheorie diese Zeit mit vor Petrarca angegeben. Spiel als ein literat-theoretischer Begriff, wie er sich zunächst von der antiken Philosophie ablöst und im frühromantischen Kunstgenie schließlich auch subjekthaft manifestiert,
bevor er zu der Chiffre der Moderne überhaupt avanciert, erfasst vor allem die zeichentheoretische Dimension des literarischen Textspiels, das heißt seiner ästhetischen, unter anderem aber eher sekundär auch narratologischen Verfasstheit zwischen positiv-konstruktiver Bedeutungsproliferation, vor allem bei Wolfgang Ihser, und dekonstruktiver Bedeutungsverunsicherung und Verlust, etwa bei Paul Eman oder Jacques Derrida. Der Theoriestatus des Spielbegriffs bleibt für die Literaturwissenschaft der Moderne und damit auch für die Geschichte der literarischen Spieltheorie allerdings mit Zweifeln behaftet, wenn etwa, darauf hat Guido Naschert hingewiesen, das Wort Spiel lediglich Teil einer übergeordneten Theoriebildung ist oder diese als kreatives Metaphernfeld inspiriert, nicht aber ins Zentrum der jeweiligen Theorie führt, sondern mit der schillernden Metapher ein theoretischer Anspruch überhaupt schon überspielt wird, um stattdessen literarisch zu spielen. Die Metaphorizität des theoretischen Begriffs ist dann, etwa aus Ermangelung handlicher Alternativen, kein Eingeständnis eines Defizits der Beschreibungssprache, sondern exemplarisch in Schlegels Ironie, in der Matuscheks Theoriegeschichte schließlich kulminiert, ein eigener poetischer Prozess. Der einzige, der für das fiktionale Erzählen im Mittelalter das Wort Spiel als einen dezidiert literaturtheoretischen Begriff ernsthaft erwogen hat, ist Walter Haug. Vor allem in seinem Beitrag Kontingenz als Spiel und das Spiel mit der Kontingenz, der 1998 in einem Band namens Kontingenz der einflussreichen Forschergruppe Poetik und Hermeneutik erschien, der auch Wolfgang Ihser angehörte. Haug schreibt dem Spiel zunächst eine Reihe verallgemeinerbarer struktureller Eigenschaften zu. Spiel sei von der faktischen Wirklichkeit ausgegrenzt, der Spieler spiele ohne Zwang und Konsequenzen, die Setzung des Spielraums ist ein fiktionaler Akt, es sei unverbindlich, aber auch ernst, es habe Regeln, die die Kontingenz einschränken, andererseits ließe es Freiräume für das Kalkül des Spielers und den Zufall. Haug geht dann kurz auf konkrete Spiele ein, in denen Zufall und Kalkül verschieden stark ausgeprägt sind. Die strukturellen und funktionalen Merkmale erinnern stark an Roger Caillois, auf den wir noch ausführlich zu sprechen kommen werden. Haug verweist in einer Fußnote allerdings ganz pauschal auf andere, sehr unterschiedliche Spieltheorien und Konzepte von Johann Heusinger, Gerhard von Kujawa, Hugo Rahner, Friedrich Georg Jünger, Eugen Fink und Hans-Georg Gadamer, die größtenteils kaum oder auch gar nichts miteinander zu tun haben. Die Spieleigenschaften appliziert Haug anschließend auf das Erzählen. Trotzdem lässt sich aus den zahlreichen Verwendungen des Wortes Spiel, seiner Derivate und Komposita kaum ein konsistenter Spielbegriff generieren, der in wesentlicher terminologischer Präzisierung über ein metaphorisches Verständnis mit unterschiedlichen Schattierungen hinausginge und der sich sinnvoll auf das Erzählen vom Spiel, vom Spielen im Besonderen anwenden ließe, obwohl Haug gerade auch Spielszenen der mittelalterlichen Literatur in den Blick nimmt. Spiel wird von Haug vor allem als ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Qualitäten von Zufall, Offenheit, Unverfügbarkeit und letztlich Fiktionalität funktionalisiert. Der versucht, strukturelle Analogien zwischen dem Spiel des Lebens, dem Kampfspiel, dem Liebesspiel und Körperspiel der Liebe sowie dem fiktionalen Erzählspiel auf einen Begriff hin zu rekonstruieren. Wie bei Wolfgang Ihser scheint ein konsistenter Spielbegriff gar nicht intendiert. Das Metaphorische bleibt ein terminologisches Rückzugsgebiet, in dem sich das fiktionale Spiel am überzeugendsten spielen lässt. Das wird bei Haug zum Beispiel deutlich am vielfältig verwendeten Ausdruck des Spielraums, der, obwohl er mit einem sich historisch radikal ändernden Kontingenzbewusstsein in Verbindung gebracht wird, seine Parameter hinsichtlich Verbindlichkeit, Regel und Fiktivität offenbar nicht ändert. Sowohl wird die Entscheidung zwischen Gott und dem Teufel, wie sie als formales Überbleibsel der antiken Fortuna-Kontingenz im frühen Christentum bewahrt wurde, sich zum göttlichen Weltplan und seinem Sinn zu bekennen oder sich ihm zu verweigern, als Spielraum bezeichnet, wie auch die subjektive Kontingenzerfahrung als Chance, die es dem Menschen überlässt, Sinn zu setzen, ohne auf eine transzendente objektive Ordnung zurückzugreifen.
Während ersterer mit dem von Haug definierten Spiel überhaupt nicht zusammenpasst, wird letzterer dann so weit abstrahiert, dass er in einem fiktionalen Spielraum aufgeht. Dass es sich hier, wie bei Isa, um eine Begriffsübertragung handelt, die sich der metaphorischen Offenheit des Spielbegriffs verdankt, ist leicht zu sehen. Die besondere Schwierigkeit, mit der man sich also konfrontiert sieht, wenn man über das Erzählen vom Spiel nachdenkt. Wenn ich im folgenden Spiel sage, dann müssen Sie sich das immer in etwa so vorstellen, besteht darin, dass es sich umso vehementer verbietet, dies in Metaphern eines solchen literaturtheoretischen Spiels zu tun und das heißt von der dezidiert literarischen Spieltheorie, wie sie sich in der historischen Genese darstellt, wenig erwarten zu können. Wenn auch der unter Umständen als regelhaftes, autoreferenzielles Spiel benennbare literarische Zeichenprozess zwar narratologische Aspekte des Erzählens einzuschließen vermag, ist über das Erzählen vom Spiel nichts gesagt, was nicht auch für das Erzählen von anderem gelten dürfte und auch nichts darüber, wie sich das Erzählen vom Spiel vom Erzählen von anderem abgrenzt und sich mit diesem verbindet. Denn das Erzählen vom Spiel bedeutet keineswegs per se ein Erzählen als Spiel. Beziehungsweise behauptet man, das fiktionale Erzählen wäre an sich ein Spiel, gilt das dann auch uneingeschränkt für das Erzählen vom Spiel. Für die spezifische narratologische Konfiguration von Letzterem wäre allerdings so gar nichts gewonnen. Um historisch adäquat das Erzählen selbst als einen Spielprozess zu beschreiben, der sich mit konkretem Spielhandeln sinnvoll für einen Vergleich anbietet, welcher sich nicht schon im Metaphorischen erschöpft, sollte man auf die Erarbeitung der kulturgeschichtlichen Grundlagen des Spielens und ihrer spezifisch-literarischen Vermittlung an historischen Beispielen nicht verzichten. Unsere Überlegungen sollen im Folgenden deshalb von konkreten Spielen ausgehen. Mit konkreten Spielen meine ich die nach sich historisch entwickelten festen Regeln mit materiellen Realien gespielt werden. Die zunächst praktisch erscheinende Unterscheidung des Englischen zwischen Game und Play wäre daher unzureichend. Es wird sich zeigen, dass die Rolle der Spielzeuge insofern wichtig ist, da sie zum einen grundsätzlich, auch außerhalb der Literatur, sowie zur Einhaltung der Spielregeln wie zur notwendigen Aufrechterhaltung der Fiktion dienen. Zum anderen übernehmen sie in den mittelalterlichen Texten vielfältig als Objekte signifikante Funktionen für das Erzählen und die Erzählung. Im Fokus stehen Würfel und Schach. Beziehungsweise auch vor der Erfindung des Schachs solche Brettspiele, die ohne Würfel gespielt werden, weil es genau diese konkreten Spiele sind, von denen vormoderne Texte bis ins Spätmittelalter mit großem Abstand am häufigsten erzählen und sich aufgrund dessen aussagekräftige, verallgemeinerbare Beobachtungen machen lassen, hinsichtlich einer motivgeschichtlichen und gattungstypologischen Positionsbestimmung sowie einer poetischen, poetologischen und narratologischen Funktionalisierung von Spiel und Spielen in der mittelalterlichen Erzählliteratur. Diese methodische Perspektive von der Empirie zur Theorie erweist sich für den Gegenstand auch deshalb als zwingend notwendig, da ebenso überraschend wie bezeichnenderweise das Schach und das Würfelspiel als Paradigmen für Wettkampf, also lateinisch Argon, und Glücksspiele, lateinisch Alea, ihrerseits als Metaphern für die epochale Differenz von Mittelalter und Moderne in Gebrauch sind. So betrachtet Wolfgang Isar zum Beispiel den Argon als die charakteristische Spielstrategie vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert, bei der die Gewinnerwartung im Zentrum stehe, dem providenziellen Schicksal nicht entronnen werden könne und die Welt noch in eine simple Schwarz-Weiß-Allegorie passe, wohingegen typischerweise Alia die unkalkulierbare Kontingenz, die Moderne beherrsche und das allegorische Spielbrett der Komplexität der Welt längst nicht mehr gewachsen sei. Dies insinuiert methodisch zwar eine Ableitung der Spielmetaphern als historisch differente Weltbeschreibungsmodelle aus den Formen und Regeln konkreten Spielhandelns, wird sich bei näherem Hinsehen aber nicht nur als eine nicht aufrechtzuerhaltende Reduktion auf eine schlichte Alteritäts-Modernitäts-Konfiguration erweisen. Vielmehr wird sich als ein Kurzschluss aufgrund falscher Vorannahmen herausstellen, die aus der rückwärtsgewandten Perspektive vom Spiel als Schlüsselwort der Moderne aus über das Mittelalter gemacht werden. Dabei beginne
die als durchgängig behauptete, teleologisch aufs Moderne hinzugespitzte Theorie der Literatur als Spiel, in der die Geschichte des literarischen Bewusstseins wirklich zu sich selbst kommt, ja erst eigentlich mit Francesco Petrarca. Vielmehr ist es so, dass sich in der Analyse von Spielnarrativen der mittelalterlichen, volkssprachigen Literatur das spezifische Verhältnis von der in den konkreten Spielen wirksamen Providenz und Kontingenz weitaus komplexer und vielschichtiger beschreiben lässt, als eine solche schlichte historische Dichotomie behauptet. Daran wird deutlich, dass solche Unterscheidungen nicht an Epochen, sondern vielmehr an Gattungs- und Diskursgrenzen oftmals in Form komplizierter Verknüpfungen erzählt werden. Wir werden erkunden, ob indem in unterschiedlichen Gattungen moralische, ethische, soziale und auch erzähltheoretische Problemstellungen in Spielmetaphern und Spielnarrativen verhandelt werden, nicht vielmehr Bedeutung gar multipliziert und oder riskiert, die Verbindlichkeit von Erzähltem für die erzählte Welt nicht ebenso problematisiert wie prononciert wird und schließlich nicht der Fiktionalitätsstatus der Literatur überhaupt zur Debatte stehen kann. Ob und in welchem definitorischen Rahmen sich Erzählen und andere literarische Verfahren sinnvoll als Spiel beschreiben lassen, kann erst auf der Grundlage der eingehenden Beschreibung der Spiele und des Erzählens von ihnen und ihrem Gebrauch zu bedenken sein. Dass darin ein noch kaum erschlossenes Erkenntnispotenzial steckt, lässt sich beispielsweise an der wahrscheinlich frühesten und meistbesprochenen Quelle für einen philosophischen Spielbegriff illustrieren. Aion ist ein Knabe, der spielt, die Brettsteine hin und her setzt. Heraklit von Ephesos lebte im 5. Jahrhundert vor Christus. Der erste Satz des Wikipedia-Artikels bringt es auf den Punkt, was von dem vorsokratischen Philosophen zu halten ist, und das berühmte 52. Fragment ist als solches Credo zu verstehen. Heraklit beanspruchte eine von allen herkömmlichen Vorstellungsweisen verschiedene Einsicht in die Weltordnung. Heraklit galt nämlich als Rätselerfinder. Aristoteles machte die schwierige Interpunktion für seine enigmatische Sprache verantwortlich. Es sei nie klar, ob die betreffenden Wörter mit dem folgenden oder mit dem vorhergehenden zusammengehören. Deshalb seien die Texte Heraklits weder wohl zu lesen noch wohl formuliert. Diogenes Laertius bezeichnet den Epheser als stolz und hochmütig wie kaum ein anderer. Er habe sein Buch absichtlich in ziemlich dunkler Sprache verfasst, damit es nur den Begabten zugänglich sei. Leider wurde Heraklit dieser Hochmut schließlich zum Verhängnis, wie Diogenes wohl nicht ganz ohne Häme überliefert. Nachdem sich der Epheser von der Stadt einsam in die Berge zurückzog, erkrankte er an Wassersucht. Daraufhin kehrte er in die Stadt zurück, um sich behandeln zu lassen. Da aber die Ärzte seine rätselhafte Frage, ob sie aus der Überschwemmung Dürre machen könnten, nicht verstanden, verstarb er. Vielleicht war aber auch bloß seine Melancholie verantwortlich für die Dunkelheit seiner Fragmente, wie er etwa Theophrast zu entschuldigen versucht. Im Horizont einer solchen Rezeption wundert es kaum, dass ausgerechnet Heraklit den allerersten Satz zum Spiel hinterließ, zu dessen Wesen die Rätselhaftigkeit gehört, das Geheimnis und die Ungewissheit, ein Satz, der, wie es für axiomatische Sätze vom Spiel üblich ist, Rätsel aufgibt und selbst ein Spiel zu sein scheint. In der heraklitischen Sprache treten das ureigen Gegensätzliche des Spiels in Symmetrien durch Antithese und Parallelismus hervor und die antithetischen Glieder des gesprochenen Logos durch ihre rhythmischen Beziehungen im Hören kommen zu einer Einheit, die das eine widerspiegelt, wie es sich aus den Gegensätzlichen der Wirklichkeit im Logos zusammenschließt. Die Rhythmik der Sprache korrespondiere der Rhythmik des Weltgeschehens. Diese Sprache ist nicht nur im rhetorischen Sinne enigmatisch, sondern in seiner grundsätzlichen Paradoxie auch diejenige des Orakels. Es spricht nicht aus und verbirgt nicht, sondern gibt ein Zeichen, bedeutet. Es sind der Zufall und die Notwendigkeit, Kontingenz und Providenz, die im Orakelspruch zusammentreten und einheitlich die Wahrheit verkünden. Das Logos-primäre Prinzip ist bei Heraklit die Sprache, seine Ausdrucksform das Sprachspiel und das Rätsel. Diese Einfalt entdeckt der Epheser
im auf dem Brett spielenden Knaben, der, ob bewusst wie der Philosoph oder unbewusst wie in frühkindlicher Vorreflexivität, bleibt jedoch dunkel, heraklitisch rätselhaft, die Steine nach Regeln und doch willkürlich hin und her zieht, worin sich in Konstellationen von Zug und Gegenzug die Lebensbewegung der Welt als Spiel darstelle. Dem Kind gebühre die Königsherrschaft, da es dem Logos entspreche. Das Gegensätzliche von Zufall und Regel verbindende des Logos kehrt in den unterschiedlichen Spielen bei Heraklit wieder, denn nicht nur das strategische Peteia dient ihm als Bild für den Aion und als dem Logos gemäße Beschäftigung. Diogenes Laertius berichtet, dass der Philosoph lieber, anstatt die Epheser zu lehren, im Artemis-Heiligtum mit den Kindern Astragaloi spielte, an dem Ort, an dem er seine Schrift als Weihgeschenk opferte, in der Hoffnung, seine Worte mögen verewigt werden. Astragaloi wurden kleine Knöchelchen genannt, die ähnlich wie Würfel benutzt wurden. Dass es sich dabei um reines Glücksspiel gehandelt hat, bei dem der Spieler zufällig zum Gewinner gemacht wurde, ist dabei gar nicht ausgesagt. Mit Astragaloi waren zahlreiche Geschicklichkeitsspiele verbreitet. Aion ist ein Knabe, der spielt, die Brettsteine hin und her setzt. Einem Knaben gehört die Königsherrschaft. Es streiten sich die Geister darüber, wie Aion in der Geburtsstunde des Spiels richtigerweise, des Spielens, müsste man sagen, als philosophischer Begriff und als Ausdruck philosophischen Denkens genau zu verstehen sei. Zumeist als Zeit übersetzt, geht das Wort aber wohl darüber hinaus, gemeint als kosmisches Leben, das heißt die Welt als immer lebendiges Feuer. Zwar unter dem Aspekt der Zeit, aber in Betonung des Prozesshaften des Lebens. Im Aufgehen und Verlöschen, im Auf und Ab und Hin und Her der gegensätzlichen Bewegungen des kosmischen Geschehens, das auf dem Logos beruht. In der Bindung an den Logos kommt das Spiel zu seiner umfassendsten Geltung. Nicht bloß als bloßes Wortspiel, sondern als universales Sprachspiel. Die logische Struktur der Welt erscheint in der Sprache erschlossen und zwar so, dass das Sprachspiel des Menschen, wie es sich in den Formen des Wortspiels, Beispiels, Kinderspiels, Rätsels und so weiter als Spruch und Widerspruch darstellt, in genauer Entsprechung zu Spiel und Widerspiel entfaltet. Der Knabe, noch nicht durch die Alltäglichkeit der Wahrnehmung der Dinge und des Sprechens mit dem Logos entzweit und dem Wirklichen entfremdet, der jedoch sein Spielzeug, das Spielbrett und die Würfel wegwirft, wenn er zum Manne heranwächst und also die dem Logos gemäße Sprache, das Spielzeug, nicht mehr beherrscht, ist damit auch der Gegenspieler, der Dichter, der Vielwisser, deren weisester Vertreter Homer das Kinderrätsel nicht zu entschlüsseln vermag, weil er, trotzdem er mit der Sprache am engsten verkehrt, sich von dem Logos abwendet und, wie die vielen, nicht das in ihr dargelegte rationale Verhältnis und die Einheit des Gegensätzlichen im Logos erkennt. In der Literaturtheorie, wie Heraklits Fragment im Prinzip nur durch die moderne philosophisch-ästhetische Rezeption wahrgenommen, in der Friedrich Nietzsche den Satz als kosmische Metapher versteht, die als ästhetische Grundperzeption vom Spiel der Welt bereits seine eigene Vorstellung von der amoralischen und sinnlosen Welt vorwegnehme, oder Martin Heidegger als große Metapher der antirationalen Grundlosigkeit der Welt gilt. In dieser, in der Literaturtheorie und ihrer Geschichte einflussreichen Tradition wird zumeist ignoriert oder jedenfalls als irrelevant erachtet, dass Heraklit von einem konkreten Spiel ausgeht, das sich benennen und in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung erfassen lässt, das nicht nur als Spiel, sondern erst mitsamt seinem Spieler, seinen Realien und Regeln zum Vergleichsmoment philosophischen Denkens und Schreibens wird. Dabei ist durchaus entscheidend, wer spielt und mit welchen intellektuellen, spirituellen und sensualistischen Dispositionen man den Spieler denkt, ob es ein vom Zufall oder von der Strategie gelenktes Spiel ist, wie es sich dahingehend von anderen Spielen unterscheidet und überhaupt mit der historischen Spielwirklichkeit in einem Verhältnis steht. Das auf Spiel als Weltmodell reduzierte Axiom, als welches Heraklits ohnehin schon kurzer Satz in den Geisteswissenschaften verewigt ist,
erklärt also ein bestimmtes Spiel mit in der Welt zum Spiel der Welt. In einer solchen, der speziellen philosophischen Poetik Heraklits durchaus angemessen textimmanenten Perspektive auf die Geburtsurkunde von Spiel als einem philosophischen Terminus, die nicht automatisch vom formalen Vergleich in eine verallgemeinerbare Metapher umspringt, wollen wir im Folgenden das Material erarbeiten. Dabei muss dringend Sorge getragen werden, dass die theoretischen Voraussetzungen sich nicht schon von vornherein dem historisch entfernten Gegenstand entziehen und unter analytisch kaum einlösbaren Plausibilitätsdruck geraten. Pauschal lässt sich nämlich die mehr als überschaubare Forschung zum Spiel in der mittelalterlichen Philologie, die versucht, über textimmanente Beobachtungen hinaus gewinnbringend theoretisch zu abstrahieren, auf zwei Lager verteilen. Implizit oder explizit auf der Basis des Spiels als Modernitätschiffre bezieht sie sich entweder, so die Alterität der historischen Vergangenheit betont wird, auf Johann Heusinger oder Marcel Mauss, steht dagegen die Modernität des Mittelalters auf dem Prüfstand auf Friedrich Schiller oder Walter Benjamin. Die Problematik des ethnografisch-anthropologischen wie des modernen ästhetischen Ansatzes für die Analyse mittelalterlichen Erzählens vom Spiel wird über die schwierige Metaphorizität des Ausdrucks hinaus noch im Detail zu erörtern sein. Evident jedoch ist zunächst ihre historische Inadäquatheit, insofern ihre Inanspruchnahme bereits von der ihrerseits enorm voraussetzungsreichen Attribuierung mit Alterität oder Modernität zwar vielleicht nicht geprägt sein müsste, gerade in der Mittelalterforschung aber ist. Wir sollten uns daher zunächst auf eine ebenso triviale wie evidente literaturwissenschaftliche Position zurückziehen. Um historische Aussagen über das Erzählen vom Spiel treffen zu können, ist man auf literarische Quellen angewiesen. Wir verfolgen daher die Hypothese, dass sich in der Genese mittelalterlicher Spielnarrative sowie diskursiver Bezugnahmen auf Spiele und das Spielen so etwas wie eine spezifisch vormoderne Aktualisierung einer anthropologischen Universalie abzeichnet, eine vortheoretische Vorstellung vom Spiel und seinen historisch virulenten, strukturellen und substanziellen Charakteristiken. Auf dieser Grundlage werden wir in unseren Analysen mittelalterlicher Texte hermeneutische Beobachtungen machen, die mitunter Aufschlüsse über die makrostrukturelle Funktionalisierung von Spielnarrativen für die Bauformen des Erzählens im Mittelalter überhaupt geben könnten. Die Verbindung zu aktuellen Kulturtheorien und Begriffsinventarien hat die Mittelalterphilologie, wenn überhaupt, dann aber sehr prominent, vor allem in Theorieentwürfen gesucht, die sich der Faszination der philosophischen und kulturanthropologischen Rezeption ethnografischer Untersuchungen vom Ende des 19. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts verdanken und welche, wie es wohl scheint, der Alterität mittelalterlicher Literatur am ehesten gerecht werden. Ohne sich freilich dem Spiel in der Literatur intensiv zugewendet zu haben, sucht die Medievistik die von der literarischen Spieltheorie hinterlassene Lücke zwischen der antiken Philosophie, angefangen bei Heraklit über Platon und Aristoteles, und dem Aufbruch der Moderne in der Literatur der Renaissance, bevorzugt in Analogie zu anderen alteritären Gesellschaften zu füllen und die Medialität des Literarischen dabei weitestgehend auszublenden. Da ist zuallererst natürlich die Vorstellung vom Ursprung der Kultur im Spiel Johann Heusingers. Heusinger versucht selbst immer wieder, seine These an mittelalterlichen rituellen Handlungsmodellen und wie sich zeigen wird, vor allem in ihrer literarischen Vermittlung, zu untermauern. Unter anderem in Texten von Roger Caillois wurde Heusingers im wahrsten Sinne epochemachende Untersuchung entscheidend erweitert und, wie besonders einflussreich von Marcel Mauss, auf andere Diskurse hin geöffnet, die vor allem über den Begriff der Verausgabung miteinander in Dialog stehen. Eher unbewusst, da von anderen Diskursen abgeleitet und überschattet als tatsächlich erforscht, sind unsere Ansichten über das Spiel in der Literatur des Mittelalters davon entscheidend geprägt. Diesen Theorie- und forschungsgeschichtlichen Zusammenhängen und Verwicklungen wollen wir ebenfalls nachgehen und an den mittelalterlichen Erzähltexten erproben und evaluieren.
Man kann sich dem Thema Erzählen vom Spiel im Mittelalter auf verschiedenem Weg nähern. Der traditionelle wäre wohl, zuerst die Spieltheoretiker zu Wort kommen zu lassen, um diese dann auf den eigentlichen Interessensgegenstand zu applizieren. Wir machen es aber umgekehrt. Wir sehen uns erst einmal eine Reihe von Textbeispielen an, um nach ihren Vorgaben die ubiquitär verfügbaren und ihrerseits prekär verlockenden Spieltheorien für eine historisch adäquate Beschreibung zu diskutieren. Mit dieser Perspektivverschiebung wird ein Problem sichtbar, das vor allem in den geisteswissenschaftlichen Darlegungen zum Spiel nicht selbstverständlich in den Blick gerät, nämlich wie der kaum mehr von der Metapher unterscheidbare Spielbegriff und seine Geschichte mit dem Spielen konkreter Spiele sowie das Erzählen als Spiel mit dem Erzählen vom Spiel in Ableitung steht. In den meisten Fällen wird heute jeweils das eine unter Absehung des anderen diskutiert und umgekehrt. Die Rolle von Spielzeug, also die materiellen Realien des Spiels, werden abseits von dezidiert kulturgeschichtlichen oder auch archäologischen Interessen an einzelnen Spielen in den Geisteswissenschaften in der Regel kaum reflektiert, worauf Knut Ebeling 2008 in einem Vortrag aufmerksam gemacht hat. Dabei spricht doch der älteste Satz vom Spiel zunächst vom Spielen auf dem Brett, dass daraus die Keimzelle des holistischen Spielbegriffs als Weltsymbol geworden ist, mag man, wie gesagt, eher Nietzsche als Heraklit anlasten und einer Hypostasierung der Formel »Eines ist alles« für den Spielbegriff. Sichtet man das umfangreiche mittelalterliche Textmaterial, in der in irgendeiner Weise vom Spielen erzählt wird, fällt ein universaler Aspekt des Spielmotivkomplexes ins Auge, von dem sich offenbar die Literaturen der Vormoderne wie von kaum einem anderen haben inspirieren lassen. Es lässt sich über Sprach-, Gattungs- und Diskursgrenzen verfolgen und lässt Spielen in vormoderner Literatur selbst schon als ein sozial- und kulturhistorisch wahrgenommenes Phänomen erkennbar werden, das in die metaphysische Ordnung der Welt des Mittelalters diesseitig der Differenz von eigenem und Fremden virulent positionierungs- und evaluierungsbedürftig erscheint. Der Ursprung der Spiele.